39. Ich stand an der Verkaufstheke des Musikladens und wartete darauf, wie das Urteil meine Gitarre betreffend ausfiel. Ich war nach dem Nachsitzen nach Hause gegangen, hatte ihre kläglichen Überreste geholt und mich mit Lucas beim Laden getroffen. Jetzt sah er sich in einer anderen Ecke Gitarrengurte an, während ich beobachtete, wie die Angestellte sorgfältig die Bruchstelle musterte. »Wow, was ist passiert?« fragte sie. Sie war hübsch, hatte tätowierte Arme und trug eine Brille mit schwarzem Rand. »Ein kleiner Bruder«, erklärte ich. »Nicht cool«, erwiderte sie mit einem mitfühlenden Nicken. »Wenn der Hals so abgebrochen ist, beeinträchtigt das den ganzen Klangkörper. So schade, dass er nicht hier abgebrochen ist.« Sie zeigte nach oben, wo die Kopfplatte war. »Das lässt sich viel einfacher reparieren. Trotzdem ist nicht alles verloren. Ich kann nicht garantieren, dass sie wieder genau wie vorher klingen wird, aber wir können es versuchen.« Sie drehte sich um. »Hast du die ganzen Holzsplitter?« »Ich weiß nicht. Ich habe alle eingesammelt, die ich gefunden habe.« »Naja, ich kann's probieren.« Ihre Worte gaben mir Hoffnung, aber... »Wie viel wird es kosten?« Das war die entscheidende Frage. Sie musterte noch einmal die Gitarre. »Das hängt davon ab, wie viel Zeit ich dafür brauche. Allerhöchstens ein paar hundert Dollar.« Ich schluckte den Kloß herunter, der mir sofort in die Kehle sprang. »Okay, da muss ich erst mal drüber nachdenken.« Ich sammelte die Bruchstücke ein, legte die Gitarre zurück in ihren Kasten und machte ihn zu. »Hier ist meine Karte, falls du dich entscheidest, sie reparieren zu lassen.« Sie reichte mir eine schlichte weiße Visitenkarte. Ich steckte sie in die Gesäßtasche meiner Jeans und steuerte auf die Tür zu, bevor ich in Tränen ausbrach. Lucas konnte mich draußen treffen. Ein paar Minuten später tat er das auch und hatte eine Plastiktüte bei sich. »Alles klar?« fragte er. Ich zuckte mit den Schultern, weil meine Kehle so fest zugeschnürt war, dass ich nicht sprechen konnte. »Was ist passiert?« Mein Gitarrenkasten fühlte sich an, als würde er eine Tonne wiegen. Moms Kleinboss stand in der ersten Reihe des Parkplatzes. Ich deutete mit dem Kopf in die Richtung und wir liefen dorthin. Neben dem Musikladen gab es ein In-Out-Fastfood-Restaurant, in dessen Drive-In-Spur eine Reihe von Autos wartete. Ich öffnete die Heckklappe des Busses, legte die Gitarre hinein und setzte mich in den offenen Laderaum. Lucas setzte sich neben mich. Ich musste mich kurz sammeln, bevor ich sprechen konnte. Er verstand das offenbar und sagte zum Glück nichts. Ich betrachtete die Autoschlange vor dem Drive-In und versuchte mir Songzeilen zu überlegen, wie ich es meistens machte, wenn ich Dinge beobachtete. Aber mir waren schon seit einer Weile keine vernünftigen Verse mehr eingefallen, und wenn doch, wäre es sowieso egal. Der Wettbewerb war für mich jetzt unerreichbar. Ich musste das akzeptieren. Als ich meine Kehle etwas gelockert hatte, sagte ich, »Sie ist sich nicht sicher, ob sie die Gitarre reparieren kann. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das Geld ausgeben kann, in der Hoffnung, dass es vielleicht klappt.« »Mist.« »Ja, das kannst du laut sagen.« Ich wollte die Enge in meiner Brust wegreden, aber es ging nicht. Als ich Lucas ansah, wurde mir bewusst, wie wenig ich ihn kannte, wie wenig er mich kannte. Mir war nicht wohl dabei, ihm noch mehr zu erzählen. »Sollen wir uns was zu essen holen?« fragte er und deutete mit dem Kopf auf den In-N-Out, um dich auf andere Gedanken zu bringen. Noch vor ein paar Wochen wäre die Vorstellung, mit Lucas Burger essen zu gehen, ein wahr gewordener Traum gewesen. Jetzt schüttelte ich den Kopf. »Nicht wirklich. Ich will einfach nur nach Hause.« »Das kann ich verstehen. Vielleicht ein anderes Mal.« Ich versuchte, das zu verdauen. Lucas hatte mich zu einem Date eingeladen. Und als ich ablehnte, hatte er noch einmal gefragt. Ich hätte deswegen überglücklich sein sollen, doch ich war nur von Traurigkeit erfüllt. Eine Traurigkeit, die sich über meine Schultern gelegt hatte und auf mir lastete. Und ich war mir sicher, dass diese Traurigkeit nicht nur mit meiner bescheuerten, kaputten Gitarre zu tun hatte. »Ich habe was Blödes gemacht«, platzte ich heraus. Lucas runzelte die Stirn. »Wirklich?«
Ich hab dich aus den völlig falschen Gründen zu einem Date eingeladen. Die beiden Male, als ich den Mut aufgebracht hatte, mit Lucas zu reden, hatte ich Kate ärgern wollen. 2 Jahre lang hatte ich Lucas aus der Ferne bewundert. Mir gefiel die Vorstellung von ihm, aber in Wirklichkeit kannte ich ihn überhaupt nicht. Und mir wurde bewusst, dass ich ihn gar nicht kennen wollte. Zumindest nicht im Moment. Vielleicht würde ich meine Meinung ändern, wenn mir jemand endlich nicht mehr im Kopf herumschwirrte, der da nichts zu suchen hatte. »Ich brauche etwas Zeit«, schob ich hinterher und senkte den Blick. »Es tut mir leid.« »Was waren diese falschen Gründe?« fragte Lucas. »Ich wollte mich von jemand anderem ablenken.« »Autsch.« »Es tut mir leid.« Ich sah ihn schuldbewusst an. »Wirklich.« Er zuckte mit den Schultern. »Ich kapier's schon. Sag Bescheid, wenn dieser jemand endgültig aus deinen Gedanken verschwunden ist.« »Mach ich.« Lucas ließ mich allein hinten in meinem Kleinbus zurück. Ich beobachtete, wie er in sein Auto stieg und wegfuhr. Er wirkte gar nicht überrascht oder aufgebracht. Bei dem Gedanken fühlte ich mich zugleich erleichtert und traurig. Ich stand auf und stieß mir den Kopf am Autodach. Sterne tanzten vor meinen Augen und mir wurde schwindelig. Ich lehnte mich an den Wagen, um mich aufrecht zu halten. Auf meiner Linken hupte jemand, gefolgt von wildem Rufen. Ich blickte hinüber und sah Kates BMW in der Schlange des Drive-Ins, vollgepackt mit einer Horde Jungs. Das hatte mir gerade noch gefehlt. Ich griff nach oben und zog die schwere Heckklappe des Kleinbusses herunter. Eine Tür knallte zu, und dann noch eine. Kate und einer seiner Freunde tauschten offensichtlich die Plätze, denn sein Freund setzte sich ans Steuer. Aber dann joggte Kate in meine Richtung und mein Herz fing an, schneller zu schlagen. Warum war mein Herz so ein Verräter? »Netter Wagen«, bemerkte er und klopfte auf die Seite des Busses. Ich wollte ihn fragen, warum er aufgehört hatte zu schreiben. Warum er sich so normal verhielt, obwohl er mich in den letzten paar Tagen ohne die geringste Erklärung so in der Luft hatte hängen lassen. Ich war diejenige, die zuerst hätte aufhören sollen zu schreiben, nicht er. »Ich habe jetzt wirklich keine Lust, dich zu sehen«, sagte ich zähneknirschend. Kate war nur eine weitere Verkörperung von etwas, das ich wollte, aber nicht haben konnte. Denn das wusste ich jetzt. Ich wollte ihn. Wir hatten wochenlang Nachrichten ausgetauscht und ich hatte mich in diesen Kate verliebt. Den in den Briefen. Und manchmal sogar in den nicht in den Briefen. Aber ich wusste auch, dass es, genau wie meine kaputte Gitarre, nie richtig funktionieren würde. Kate war mit meiner besten Freundin zusammen gewesen. Wir vertrugen uns nicht. Er hatte mich schlecht behandelt. Er hing mit einer völlig anderen Clique ab. Ich war zu seltsam für ihn. Es war unmöglich. »Ich habe nur eine kurze Frage«, sagte Kate. »Dann lasse ich dich in Ruhe.« Ich drehte mich zu ihm. »Was?« blaffte ich ihn an. Er hob beide Hände. »Boah, du musst nicht gleich sauer werden.« »Bin ich nicht.« »Ich mag dich und ich bin deswegen sauer auf mich selbst.« »Was?« »Meine Freunde wollen Männerarmbänder. Wie viel verlangt deine Mom dafür? Ich brauche noch mal 4.« Ich unterdrückte das Bedürfnis, die Augen zu verdrehen. Natürlich hatte er es geschafft, Männerarmbänder cool erscheinen zu lassen. »Ich werde sie fragen.« Ich zog am Türgriff, aber der Wagen war abgesperrt. Ich steckte die Hand in meine Tasche, doch sie war leer. Wo hatte ich die Schlüssel gelassen? Im Laderaum vielleicht? »Hey«, sagte er sanft. »Was ist los?« »Nichts. Es ist alles in Ordnung.« »Hat das was mit Lucas zu tun? Ich habe ihn wegfahren sehen.« »Kannst du das einfach lassen?« »Was lassen?« »Nett sein. Du musst jetzt fies sein. Das würde helfen.« »Wobei?« »Dabei meine Gefühle in Schach zu halten.« »Geh zu deinen Freunden, Kate. Sie warten auf dich.« Er ging weg, genau wie ich es wollte. Genau wie ich es nicht wollte. Aber als ich die Heckklappe geöffnet, die Schlüssel aus dem Kofferraum geholt und die Tür des Busses aufgeschlossen hatte, war er wieder da. »Sie warten nicht mehr. Oh, und ich brauche eine Mitfahrgelegenheit.«
Wir standen uns neben der Fahrertür gegenüber, der massige Bus versperrte die Sicht auf die Drive-In-Schlange. Sein Telefon klingelte, der Klingelton war ein Song der Crook Brooks. Es erinnerte mich daran, was uns verband. Er stoppte den Song nach ein paar Tönen, ging aber nicht ran. Ich sagte kein Wort darüber, dass ich den Song kannte. Es waren sowieso nur ein paar Töne gewesen. Vielleicht war es gar nicht der Song, den ich meinte. »Dreistündiger Waffenstillstand?« fragte er. Ein Schluchzen stieg in mir hoch und rutschte mir heraus, bevor ich es zurückhalten konnte. Ich sollte nicht weinen. »Warum nicht?« Irgendjemand hatte diese Regel aufgestellt. Ich war mir nicht mal mehr sicher, wer. Keine Tränen vor dem dritten Date. Aber das war ganz egal. Wir würden nie ein drittes Date haben. Regeln waren sowieso bescheuert. Sie funktionierten nicht. Er machte einen Schritt nach vorne und trat so dicht an mich heran, dass ich wieder seinen atemberaubenden Duft wahrnahm. »Rede mit mir, Lilly.« Ich lehnte mich vor, drückte die Stirn an seine Brust und erlaubte mir einen Moment lang traurig darüber zu sein, dass das, was ich nicht haben konnte, direkt vor mir stand. Meinen Armen erlaubte ich jedoch nicht, sich um ihn zu legen, wie sie es wollten. Auch dem Rest meines Körpers verbot ich, mich an ihn zu schmiegen oder meine Wange an sein weiches Baumwollhemd zu drücken. Nein, nur meine Stirn und lediglich ein paar Tränen. »Ich bin fertig, bevor sie weg sind«, versprach ich ihm. Er lachte ein wenig und schlang die Arme um mich. »Du hast 3 Stunden Zeit, keine Eile.« Er drückte mich fester an sich, aber meine Arme waren immer noch über meiner Brust verschränkt und schufen eine sehr notwendige Schranke zwischen uns. Ich hatte ihm einen Brief geschrieben, dass in Umarmungen magischer Heilkräfte steckten, und das stimmte auch. Seinen Atem an meinem Ohr zu hören, brachte mein ganzes Ich zum Kribbeln. Er beugte sich ein wenig vor und füllte den Raum neben meinem Kopf mit seinem. Ich konnte meine Einwände 3 Stunden lang hinunterschlucken und so lange wie möglich in diesem perfekten Augenblick leben. Ich musste nicht an die Vergangenheit oder an Sascha oder an Isabel denken. Nein, ich musste an Isabel denken. Sie war mir wichtiger. Ich drückte mich mit den Armen von ihm ab und er ließ mich los. Mit meinen Jackenärmeln wischte ich mir die Wangen. »Danke, aber mir geht's wieder gut.« »Zu spät. Sie sind schon weg.« Ich sah, wie sein BMW vom Parkplatz herunterfuhr und davonpreschte. »Du lässt deine Freunde dein Auto fahren?« »Ich hänge nicht so sehr daran, wie du vielleicht glaubst.« Denn es war mit dem Geld seines Vaters gekauft. Ich erinnerte mich, dass er das in einem seiner Briefe geschrieben hatte. Ich wusste mehr über ihn, als ihm klar war. »Okay, ich fahre dich nach Hause.« Ich schniefte, peinlich berührt von unserer Umarmung. »Können wir kurz wo anhalten?« Er ging um den Kleinbus herum und setzte sich auf den Beifahrersitz, bevor ich geantwortet hatte. Als ich auch im Wagen saß, fragte ich, »Hab ich eine Wahl?« »Waffenstillstand. Wir haben einen Waffenstillstand vereinbart.« Ich bekam ein kleines Lächeln hin. »In Ordnung. Wohin fahren wir?«